Und die Partie Duisburg gegen Frankfurt gab es heute gleich nochmal. Und zwar als Topspiel in der Frauenfußball-Bundesliga. Allerdings gab es ja zuletzt zwei deutliche Niederlagen aus Frankfurter Sicht im UEFA-Cup gegen Duisburg. Und sollte es heute in der Liga die nächste Pleite geben, dann wird es aus Frankfurter Sicht mit der Titelverteidigung sicherlich richtig schwer. Beim Angstgegner noch enger zusammenrücken. Der Respekt riesengroß vor Duisburg und vor allem vor ihr, Inka Grings. Die Stürmerin bezwang den ersten FFC Frankfurt bei den letzten beiden Aufeinandertreffen nahezu im Alleingang. 1200 Zuschauer, kalt war es, herzerwärmendes, wenig zu Beginn der Partie. Fünfte Minute, Eckball Sandra Smisek. Aber dieses Bemühen verpufft im 16-Meter-Raum des FCR Duisburg. Und die Gastgeberinnen, Martina Voss, die Trainerin, ganz anders, hochmotiviert, die wollen auch den dritten Sieg im dritten Aufeinandertreffen. Zum ersten Mal die Abwehr des ersten FFC Frankfurt ausgehebelt und die erste Gelegenheit für Inka Griggs. Und warum sie diesen Ball nicht verwandelt, bleibt ihr Geheimnis. Die Abwehrarbeit nicht vorhanden des ersten FFC Frankfurt. Ganz leichtes Spiel für die Stürmerin. Und weiter betteln die Frankfurterinnen um den ersten Gegentreffer. Sonja Fuß, Freistoß. Birgit Prinz mit einer Kerze. Nochmal Birgit Prinz mit dem Kopfballfehler und dann das 1:0. Überfällig, obwohl erst 13 Minuten absolviert sind. Annike Kran, etwas überrascht, wie man da so leicht zum Treffer kommt. Hier nochmal der Fehler von Birgit Prinz. Annike Kran hat niemand auf der Rechnung. Der erste FFC nicht organisiert, desorientiert. Der siebenfache deutsche Meister, siebenfache Pokalsieger, dreifache UEFA-Pokalsieger, nicht wiederzuerkennen. Annemieke Kiesel läuft unbeschwert, wird eskortiert von Tina Wunderlich, aber nicht attackiert. 2:0. Die einzige, die hier nichts dafür konnte, war die Torfrau Stefanie Ulrich. Und die ist zu Recht stinksauer auf ihre Vorderleute. Es besteht dringend Handlungsbedarf und reagiert wurde auch schon von Sigi Dietrich, dem Manager. Der ist nach Stockholm geflogen, hat für den 1. Januar 2009 Ariane Hingst verpflichtet, eine der besten Verteidigerinnen der Welt. Das war eine Nationalspielerin, Kerstin Gare-Frekes, auch ein Schatten ihrer selbst, auch wenn sie hier Pech hat. Dann der nächste grobe Schnitzer, diesmal Sarah Günther und Alexandra Popp mit dem 3:0. 24 Minuten absolviert, die Chose komplett gelaufen. Und langsam wurde es hochgradig peinlich. Dieser Schnitzer von Sarah Günther und Ulrich einmal mehr allein gelassen. Freistoß Birgit Prinz, Christina Plessen, wieder nichts. Wäre auch unverdient gewesen, die Dominanz des Gastgebers einfach zu groß. 45 Minuten abgespult. Der Weg in die Kabine beschwerlich. Eiseskälte beim ersten FFC Frankfurt. Und nach dem Wechsel wurde es nicht besser, im Gegenteil. 120 Sekunden dauert es, bis Simone Lauter das 4:0 erzielt. Klarer Fall von abgeschossen. Und es ging weiter mit der sportlichen Demontage erster Klasse. Nach diesem Eckball. Turit Knag, 5:0. Jede wollte mal, jede durfte mal. Der erste FFC Frankfurt nur physisch vorhanden. Spielerisch nichts zu sehen. Da drehen sich alle weg. Und die Torschützin darf ganz befreit abziehen. Sind die Schuhe zu groß, die Hans-Jürgen Tritschocks Günther Wegmann hinterlassen hat? Raus im UEFA-Pokal, raus im DFB-Pokal. Und jetzt die Tuchfühlung verloren Richtung erste Plätze in der Tabelle. Dann rissen auch die Nerven von Birgit Prinz. Die gelbe Karte, vollkommen zurecht. Das hätte viel böser ausgehen können auf diesem eisigen Geläuf. Der erste FFC Frankfurt
brachte nicht mehr zustande als diese Gelegenheit von Sarah Chaton. Das ihr Kommentar. Und dann war Schluss. Die Vorstellung des ersten FFC Frankfurt, ein Bild des Jammers nach diesem Trauerspiel. Ob da ein Quantum Trost wirklich hilft? Die Meisterschaft ist erstmal auf Eis gelegt.